Ja, servus zusammen. Hallo. Hallo Michi. Moin. Morgen. Willkommen zum Infinity Brunch. Prost. Kaffee. Prost. Ja, ich hab gar nichts. Tasse ist schon leer. Ja, sorry. Wir wollten ja eine Stunde eher anfangen eigentlich. Aber mein Wecker hat mich im Stich gelassen. Ja, naja. Naja. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, Kohle. Probiert nochmal einen anderen. Der ist aber auch kräftig. Einen anderen Shader wollte ich mal ausprobieren. Der ist aber auch dunkel. Okay. Ich komm mal zu dir rüber. Zu mir? Naja, klar. Bin ich vorbereitet? Ja, hast du wieder nicht aufgeräumt bei dir? Nee. Ja? Und ich spring gleich mal in deinen Pool. Oh, cool. Ich bin in einem Diamantenhäuschen. Hey, ein Tresor. Ein Tresor. Oh, ich habe auch schon wieder einen Enderman gehört irgendwo. Echt? Ja. Im Hellchen. Ja, hier unten, wie gesagt, hier drunter sind reichlich Höhlen. Ich sehe jetzt aber doch, da hinten ist er. Der müsste oben beim Altar sein. Aber egal. Ja, naja, da oben, wo wir die ersten Enderseeds gefunden haben. Achso. Aber ist dürftig ist es. Naja. Ja, du hast ein bisschen umgebaut. Ja, ich habe da im Prinzip in der Farmwelt nichts mehr stehen. Außer eine Quarry, eine Solaranlage und eine Chest. Und hab das mit den Diamanten rübergeholt. Weil das war doch recht wichtig. Geht eigentlich die Solaranlage, wenn ich hier so draufstehe? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob du als Block zählst. Also wenn ein Block drüber ist, egal wie hoch, dann will die nicht. Aber zurzeit sagt sie, Sonne scheint. Ja, ja sogar. Wahrscheinlich noch stärker wie sonst, wenn ich hier stehe. Ja, wahrscheinlich. Scheint dir aus gewissen Körper. Oh ja, ich sehe auch, du hast dir auch... Oh ja, wollte ich ja auch wieder machen. Meiner, der ist ja auch mit draufgegangen. Was denn? Oder hatte ich den hier drinnen? Ja, den Dings hier. Ah nee, habe ich auch noch. Hier den Hanglider. Ja, der ist... Aber Leder habe ich tonnenweise, das kannst du ja... Kannst du ja, nee, ich hab sogar noch. Ich habe ihn nur schon eine Weile nicht mehr eingesetzt. Aber der ist cool, ich mag den. Ja. Und vor allem schnell, ne? Also wenn man so... Ja, ich habe jetzt gerade mal in der Farmwelt mal... Da ist ein Enderman irgendwo dahinter, hinterm Baum. Wahrscheinlich wieder in den Höhlen. Also hier ist das... Die Erde hier ist durchfurcht, das ist der Wahnsinn. Ja, ich hatte hier in der Welt noch gar nicht, wie gesagt, noch gar nicht in den Höhlen groß rumgesucht. Ich wollte hier gerade auf den Baum rüberlaufen. Das würde ich lassen. Du wirst direkt in eine Kiste gesteckt. Und ja, wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen Holz würde mir dann auch wieder taugen, glaube ich. Da müsstest ich habe jetzt ja gerade überlegt, was mache ich. Also ich mache jetzt die Silikonanlage, also diese Laseranlage fertig, damit ich das mache. Und vielleicht mache ich dann, bevor ich mit den Bienen beginne, den Zug fertig. Dass wir uns Sachen einfach auch schicken können. Ja, der Zug, der hat ja leider den Umzug auf den neuen Server nicht überlebt. Ja. Der war irgendwie weg, beide Züge. Und meine Kühe. Also okay. Alle Tiere eigentlich. Also dieses gesamte Gebiet hier ist befriedet. Ja. Von Tieren. Muss halt jetzt in Chunks fliegen, in denen Ja, aber du hast schon wieder... Ja, ich hab dann... Da sind ja schon wieder Hühner drin. Ah ja, waren ja gestern auch schon, gestern Abend. Ich hab gestern alle Hühner getötet. Ach so. Ja, aber wolltest du nicht irgendwie federn oder so? Hast du doch irgendwie... Ja, aber es reicht. Zwei Kühe müssten zurzeit eigentlich ausreichend sind. Das Blöde mit den Hühnern ist, die sind halt so klein, dass die hier im Zaun drin stehen und dann nicht von der Maschine erfasst werden. Ah, ja. Dann wachsen die und wachsen die und wachsen die und ja. Ja, oder man macht den Zaun halt weg. Nur dass halt zu ist. Aber dann ist halt nicht... Machst eine Mauer hin oder irgendwas und dann stehen sie drüben und...
Aber eigentlich könnte man den mal durch Glas ersetzen, oder? Dann wär's. Ja, das ging natürlich auch. Ja, ja. Genau, wie viele Seeds hast du eigentlich noch? Ich habe noch 5. Ja, dann mache ich den hier mal größer. Das mache ich, glaube ich, als erstes. Ich mache den hier mal größer. Und. Der müsste ja. Ah ne, der hat noch kein Upgrade, ne? Wahrscheinlich. Nee, das ist Standard. Ja. 2 Upgrades sind ja schnell gemacht. Und dann, genau, dann hole ich mal die Seeds. Damit wir da schön Perlen immer bekommen. Ja, genau. Also, lass mich mal aufschreiben. Wir machen erstmal das mit dem Ender. Dann mache ich die Laser. Und dann mal zu. Und dann mache ich Bienen. Du hast mir da nochmal danke, ein Präsent hingestellt. Ja. Ist jetzt da ein Unterschied zwischen dem der White und der Black Backpack? Nee, nur Farbe. Nee. Nur genau, okay. Also die Dinger sind recht günstig. Wenn man stirbt, bleibt alles, was da drin ist, auch drin. Das ist echt cool. Ja. Das poppt nicht raus. Man kann die nicht anziehen, ne? Also so wie die. Nee, das nicht. Aber du kannst sie in deine Enderpouch legen. In deinen Knappsack. Ach so, ja, das geht natürlich, ja. Und da habe ich jetzt halt inzwischen Dutzende von Rucksäcken drin und habe dann mit den Farben, einer ist halt für Werkzeug, einer ist für Pipes, einer ist für Servos. Ach so, und du hast dein ganzes. Genau. So, was hättest du gern? Ganz normales Holz, oder? Ja, also am liebsten das Dings hier. Oak. Ich bring dir mal Oak. Wo ist denn deine Kiste da? Oak ist angeschlossen? Ja, müsste. Müsste eigentlich ja dann richtig ankommen. Also ich mach Oak und Akazie. Akazie kannst du genauso benutzen. Ups. Ui, hier hat aber einer den Raum ausgebaut. Den Reaktorraum hat einer gefliest. Ja. Ach ja, gut, dass du sagst. Ja? Hier flippt gerade die Chest. Das ist ja lustig. Je nachdem, wie ich die angucke, ist buggt die irgendwie. Ja, ich wollte ja hier noch einen zweiten Reaktor bauen. Ja. Weil ich mir gedacht habe, dann kann einer, momentan rennt der ja hier mehr oder weniger ausschließlich für die Ender Quarry. Und ich habe hier zwischendurch dann das Problem gehabt, dass hier im Haus dann auf einmal das Licht ausgegangen ist, mehr oder weniger. Also die Öfen und so weiter, das lief dann irgendwie nicht mehr. Dann hat sich hier alles voll aufgestaut. Hier ging aber jetzt auch nicht viel über Nacht. Und deswegen dachte ich, ich baue mal noch einen zweiten dahin. Dann kann einer für die Quarry immer arbeiten. Den kann man dann ja auch, je nachdem, größer, kleiner machen noch. Und der zweite ist dann hier wirklich fürs Haus. Ja, das heißt, ich bin unabhängig, egal ob die Quarry läuft oder nicht. Mhm. Und habe hier auch schon mal die Sachen zusammengesammelt und gebaut. Dann fange ich hier nämlich mal an. Ich würde im Endeffekt genauso bauen wie den hier. Vielleicht macht es dann aber Sinn, dass ich den noch einmal umdrehe. Also dass hier praktisch die Anschlüsse auf der Seite sind. Wollen wir mal gucken. Allerdings ist er hier mit dem Stromkabel eigentlich ganz nett hier hoch. Naja, schauen wir mal. So. Und zack, zack. Ja. So. Der Controller, der müsste eigentlich unten hin. Dann brauchen wir hier die Fuel Rods. Genau. Den hier oben drauf. Ich habe da eine Kiste mal aufgefüllt mit Powertop. Holz und Dschungelholz. Powertop ich hier unten. Oh ja, das Dschungel hatte ich. Ja, ich das gesehen, mag ich halt auch nicht. Du hattest eine Kiste schon dafür. So, was hast du da? Da kommt noch gar nichts an. Ach, das ist Jungle. Achso, doch, da Oak. Ja, 34. Da kann man nochmal was machen. Access Port.
würde einen dahin. Einen dahin. Genau, und dann habe ich noch den Rednet, der kommt dann auch wieder hier außen, weil den braucht man eigentlich nicht zu sehen. Genau, und jetzt eigentlich nur noch hier wieder zu. Hier. So, zweiter Reaktor steht. Was? Echt? Ja, ja, ich hatte die Sachen ja schon vorbereitet dafür. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Ja, ja, weil diese Dinger craften, das fand ich jetzt dann irgendwie auch. Das schaut auch komisch aus. Hier aber auch. Genau. Jetzt muss ich dann eigentlich nur hier wieder. So. Achso, jetzt genau, jetzt muss ich eigentlich hier noch. Was haben wir da gesagt? Toggle Reactor on off. Und hier unten bei 50. So. Active, weil. Below. Ah ja, super. Reset ist schon schlecht. So. Das ist interessant. Okay. So. Jetzt schalten wir mal ein. Schauen wir mal. Der sich jetzt dann auflädt. Theoretisch muss ich natürlich jetzt hier auch nochmal runter. Runter? Auf beiden Seiten. Ja, ich muss ja hier. Mit dem Eject und auffüllen praktisch. So. Naja, gut, das dauert hier noch. Dann mache ich hier mal eine Kiste und hier auch und Pipes und ja. Dann schließe ich nämlich schnell noch an. Haben wir das nämlich auch. Ach, da sind die Solardinger. So. Item Duct. Eine Kiste haben wir da. Iron to Gold nehmen wir noch mit. Sag mal, war die Sky Stone Chest eigentlich für irgendwas gut? Nee, eigentlich nicht, gell? Ist die groß? Ich weiß nicht. Sky Stone? Ja, die baut man halt, jetzt dauert halt ewig, bis man die abgebaut hat. So, schauen wir mal. Ist die groß? Ne, so richtig groß glaube ich nicht. Ist eigentlich so wie so eine normale, aber ich baue sie mal hin. Die ist wahrscheinlich bombensicher. Ja, aber. Ja, haben wir jetzt nicht, aber ja, es ist bei manchen Welten mit Creepern und so ein Zeug ist das vielleicht auch nicht verkehrt. Der Shader dreht hier die Kisten immer lustig. Gleich nehmen wir einen anderen Schilder doch wieder. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach guten Shadern. Das. Brauche ich jetzt echt noch eine Kiste. Also ich hätte halt gerne einen Shader, der ein bisschen heller ist einfach. So taugt er mir ja schon. Aber. Schauen wir mal.